Willkommen zurück zu Resident Evil Operation Raccoon City. Ja Leute, beim letzten Mal hatten wir die besondere Ehre, gegen Nemesis, den aus Resident Evil 3 bekannten Tyrant, zu fighten und ihn umzuprogrammieren. Ja, war ein ganz spaßiger Fight. Und nun geht's weiter in die nächste Mission, die da heißt Entbehrlich. Nachdem sie den Nemesis instand gesetzt und somit alle verbliebenen Mitglieder des Stars-Teams zum Tode verurteilt haben, bleibt für das Wolfpack nur noch eins zu tun. Alle belastenden Beweismittel im Polizeihauptquartier müssen vernichtet werden. Und das Vorschaubildchen zeigt schon einiges. Ich glaube, es geht ins RPD, das aus Resident Evil 2 und 3 bekannte Raccoon City Police Department. Charakter haben wir im letzten Part schon eingerichtet. Diesmal sind wir als Beltway unterwegs. Let's go. Werden wir auch auf alte Bekannte treffen? Leon, Claire, Marvin, Chief Irons? Ich bin sehr gespannt. Verdammt gespannt. Das wäre nämlich endlich auch mal eine Location mit Wiedererkennungswert. Bisher war das ja nicht so pralle gegeben. Bis auf jetzt diesen einen Glockenturm in einer vorherigen Mission. Das Management braucht euch beim Raccoon City Police Department. Umbrella hat eine geheime Abmachung mit Polizeichef Brian Irons, um sich die Kooperation und Diskretion des Police Departments zu sichern. Wir wissen, dass er Informationen über moralisch fragwürdige Aktivitäten von Umbrella gesammelt hat. Womöglich will er damit Umbrella erpressen. Seine Unterlagen müssen verschwinden. Und kein Polizeibeamter darf zurückbleiben, der etwas berichten könnte. Wenn die Mission gelingt, könntet ihr abgeholt werden. Okay, wir sind dran. Gut, Zeit ist kostbar, also bewegt euch, Wolfpack. Over und aus. Danach können wir vielleicht endlich weg von hier. Was denn, Beltway? Hast du etwa Muffe? Ich hab gedacht, euch Soldaten gefällt's hier so im Kampfgebiet. Gut. Chief Irons und Umbrella erpressen wollen? Das glaubst du wohl selber nicht. Das sieht ein bisschen wackelig aus. Ist hier hinten noch was? Toll, direkt am Startgebiet verschiedene Wege zur Auswahl haben, ne? Da kommen sie. Da kommen sie und ich möchte bitte gehen. Ja, danke. Genau deswegen. Munition. Kann man immer gebrauchen. Erste Hilfespray. Und lass mich raten, hier ist zu. Kamera? 12 Kameras in diesem Kapitel. Okay. Ja, das Kameras zerstören habe ich ja bis jetzt ein bisschen vernachlässigt. Weil ich einfach, in dem ganzen chaotischen Gewusel einfach durchkommen wollte und überleben wollte. Gucken wir uns mal Baldways Finisher an. Geil. Geil, er hat einfach eine Granate in die Fresse. Wer ist jetzt? Shoot him in the head, wenn ich mal treffen würde. Und die Pistole hier. Genau. Und ihr versperrt mir gerade ein bisschen die Sicht. So ein bisschen, ja. Ah, Scheiße. Ja, friss das. Ich fühle mich stärker. Bist doch schon wieder geheilt. Also, jammer nicht. Munition nehmen. Was haben wir denn hier? WTF? Na komm. Ich möchte es da nehmen. Hallo.
Also irgendwie ist es manchmal ein bisschen buggy mit dem Zeug aufnehmen. Dann halt nicht. Schweige. So. Ah, Polizeiflinte. Nee, ich bleib jetzt mal bei der Hammer. Gut. Noch mehr zerstörte Straßen. Aber sonst ist hier nichts weiter zu holen. Es war bestimmt wieder nur ein Eck, wo die Zombies herkommen konnten. Moment, Moment. Ah, ist nix. Okay. Dann weiter im Text. Ich will zum RPD. Ich will ein vertrautes Bild. Was zum? Nein! Wie konntet ihr nur? Dafür kriegst du was zu beißen! Schluck das hier! Ich finde diesen Finisher einfach nur geil. Okay, Pistole ist gut gegen Zombies. Merke. Scheiße. Merke ich auch. Früh in der fünften Mission. Ich fühle mich stärker. Mist! Die Infektion hat. Komm, Börter, komm mal her. Ich wollte das andere hier nutzen. Hallo. Das war doch gerade ein blaues Ding, was da lag, oder? Ach, egal. Hier, Hundi. Hundi? Wo? Mein Gott, ich palme wieder gar nichts. Ja, ich bin eh gleich wieder tot. Von daher... Schwein! Hunde, stürmen hierher! Dann frisst das, Töle! Ja, hinterlässt mir auch nichts. Ach, Raccoon City Police Department, ich bin doch schon fast da. Oder... Okay, mein Team wurde hergespawnt. Und Bird hat mich gerettet. Jetzt nochmal bitte heilen, Heilspray. Bertha! Pass besser auf. Danke. Echt auf dich, ist echt verlasst, Bertha. Ja. So. Keine Lektion nochmal in die Rippen treten. Los, dir geht's wieder gut. Jetzt pass besser auf dich auf, Lupo. Moment. Moment. Das hier soll schon das RPD sein. Das ist die... Leute, ich bin gerade perplex. Wir sind schon am RPD. Das ist der Hinterhof. Hier kracht der Heli rein. Hier hinten dreht man das Ventil auf, um den Wassertank zu entleeren, das Feuer zu löschen. Die haben den Hof geschrumpft. Aber definitiv. Ach du Heilige. Gut, aber können wir zumindest hier rein? Ja. Oh, wir können das RPD betreten. Sie sind in der Polizeizentrale. Wohl keine Überlebenden. Die Informationen sind im Büro des Polizeichefs. Kümmert euch darum. Oh ja. Oh ja. Mhm, ich erkenne den Raum echt wieder. Ich erkenne es wieder. Aber dann passt der Zugang hier eigentlich gar nicht mit dem zum Dach.
Da wäre der Raum, wo man die beiden roten Juwele einsetzen muss. Hier crasht der Heli rein. Hier hinten ist dann Irons Büro. Deswegen, ich will jetzt gucken, welche anderen Räume hier begehbar sind. Die nicht. Oh Mann, vertraute Gefilde. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, wisst ihr das? Munition ist voll. Oh, verdammt, wir kommen sonst nirgends hin. Dann sagen wir Chief Irons hallo. Mit seinen ganzen ausgestopften Tieren. Hier schon mal ein Tiger. Die Information muss in dem Büro sein. Mein Gott. Wie geil. Hey. Hier hinten war eine Tür. Hier hinten geht's noch weiter normal. Alter, da. Da hinten war eine Tür. Hab das vergessen, Leute. Das war's. Jetzt raus aus dem Dreckloch. Endlich. Das Management würde langsam nervös. Das war's mit Recon. Keiner kann uns mehr entlarven. Jetzt raus da. Wir holen euch ab. Zunächst mal, hier wäre das Bild gewesen, hinter dem man die drei farbigen Platten einsetzen muss. Aber das war's wirklich schon? Das war der ganze Besuch im RPD? Ist euer Ernst? Lass mich hier noch ein bisschen... Oh, geil. Privatbilder von Chief Irons. Die Gründung von... vom RPD. Seine Familie. Leute, ich bin gerade geflasht. Für die Bilder war der Besuch jetzt echt wert. Oh mein Gott. Mein Team ist wohl gerade wieder am Battlen, aber mir egal. Es gibt hier mal Privatbilder von Chief Irons. Oh, wie geil. Trotzdem habt ihr im Raum vergessen. Wisst ihr noch B-Szenario? Hier hinten ist der Raum, wo Claire Sherry trifft und sich mit ihr ausspricht und... Oh. Ach, lecker. Darf sterben. Privatbilder von Chief Irons. Bitte! Okay, du verdammtes Vieh, du. Komm her. Komm, lass mich wieder auf das Vieh eintreten. Immer schön. Ja, er blutet. Er ist tot. Nachladen. Munition nachlegen. Da war doch irgendwo eine Munitionskiste, oder? Ah, da. Gut. Können wir noch mehr... Ja, können wir. Warte mal, ihr habt doch gesagt, raus aus dem Dreckloch. Warum gehen wir nicht über denselben Weg, den wir gekommen sind? Ups, da ist ja noch einer. Hier, ich habe was zu beißen für dich. Heute schon gefrühstückt? Oh yeah, I love it. Verdammt. Oh mein Gott, guckt euch das an. Die Eingangshalle. Ich bin geflasht, Leute. Ich bin gerade echt geflasht. Sieht das geil aus! Ja gut, lasst es erstmal hier aufräumen. Danach werde ich mich hier in Ruhe umgucken. Ich habe nicht mehr lange. Da. Mal verwechseln. Fall um! Verdammte miese Viecher? Das ging aber schnell jetzt. Okay, dann bitte. Okay. Irons Büro. Wie geil ist das bitte? So, den Waschbär noch aktivieren bitte. So, ist schon. Lass mich das mitnehmen.
Oh, noch mehr Bilder. Ah, das sind dieselben. Ja, verdammt. Schade eigentlich. Aber hey, Privatbilder von Chief Irons. Ich kann es immer noch nicht glauben. Da oben sind ja noch mehr. Eieieiei. Der Mann, mit dem er da zu sehen ist, also das hier, könnte durchaus Michael Warren sein, der Bürgermeister von Raccoon City. Geil. Black Slicker. Kick it. Ah, gut. Nummer 1 ist tot. Nummer 2 wird jetzt getreten, bitte. Gut. War's das? Nein, da ist noch einer. Nein. Scheiß Vieh. Komm her. Ich messer dich jetzt hier von der Wand. So. Mach dich. Alle. Kollege. Das war's. Puh. Muni tanken. Und... Oh. Genau, so geht das. So, Pistole her. Mann. Das RPD in aktuellen Gewand. Wie geil. Hallo? Genau, das wollte ich. Nachladen. Hast du gerade Wörter hier massakriert? Wörter. Dann will ich dich mal beschützen und dann kommst du mir so. Hier. Ja, einfach in die Menge halten. Boah, meine Fresse. Heilen. Hallo, ich wollte eigentlich einen Heilspray benutzen. Hallo. Ja. Alle guten Dinge sind 3. Datensatzkrallen. Virenspraykrallen. Lickerkillen. Dich können wir mal niedertreten. Ist er schon tot? Ah, nein, natürlich nicht. Gut, dann messer ich eben dich ab hier. Du kommst nicht mehr hoch. Du nicht. Würdest du bitte zur Abwechslung mal bluten, sterben, sowas in der Richtung? Wie viel Tritte hältst du aus? Gut. Sehe ich einen Blutfleck, du bist tot. Down. Gut. Nachladen und los geht's. Boom. Komm schon. Geh in den Kopf schießen. Okay, habt ihr nicht anders gewollt. Rot heißt wahrscheinlich Crimson Head. Dann so ist das Crimsy. Na. Du. Kau darauf. Boah, ihr miesen Klein. Die überlebende Granate. Was ist das? Gut. Ja, ein kleiner Snack für dich.
ich liebe diesen Move. Naja, soll ich das Maul stoppen? Dann rufe ich mir das. Gut. So, dich noch mit Blei zu pumpen. Dich. Gut. Neue Munition holen, dann darf es weitergehen. Okay, Munition ist aufgebraucht, was hier lag. Ich will nicht die Hammer, ich möchte nicht das Sturmgewehr, ich möchte hier Lupo wiederbeleben. Ja, du weißt, was er tut? Gut. Oh Mann, hier ist die Feuerleiter. Mit der man runterkommt, aber ich möchte erst mal oben weitergehen. Feind im Anmarsch. Da wäre ein Speicherraum. Mann, 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 ich hätte jetzt richtig Bock, hier weiter rumzugehen, aber wahrscheinlich wollen wir das Revier durch den Haupteingang verlassen. Uiuiui. Ist ja gut, Leute, ist ja gut. Ja, ich hätte denselben Weg benutzt, wie wir reingekommen sind, aber... Ja. Wenn Sie meinen. Grimsy, du her. Was wollt ihr hier? Gib mir das Spray. Lass mich schnell die Daten dazu übermitteln. Ein Galerieobjekt unlocked. Das freut mich aber. Ich habe mir in die Galerie kurz reingeschaut. Es gibt ja da über 100 Galerieobjekte. Alles Artworks und so. Immer schön drauf eintreten, wenn sie am Boden sind. Und jetzt, bevor wir hier gehen, möchte ich jetzt noch wirklich kurz tun und mich hier umgucken. Ah, sieht das nicht genial aus? Das ist... Hier steht normal eine Schreibmaschine. Sauerei. Ja, das ist der PC, mit dem man die Keycard einlöst, die man ja von Marvin bekommt. Den habe ich übermittelt. Ah, 50 EP? Warum nochmal? Doch nix. Ja, egal. Ach, da, die Schreibmaschine. Haben sie nur ein bisschen umgestellt, aber... Finden Sie drei geil. Drei versteckte Schreibmaschinen. Wie geil. Ja. Oh ja. Das gefällt mir. Ehrlich, das ist geil. Ist alles ein bisschen umgemodelt, aber trotzdem. Das ist der Raum, in dem Marvin liegt. Wer Resident Evil 2 oder Resident Evil Outbreak kennt, der weiß es, was ich meine. Hier, oh! Die Blutlache. Ach, jetzt muss ich gerade an Darkseid Chronicles denken. Das ist ja so, dass Marvin hier stirbt. Oh Mann. Die Statue mit dem darin versteckten Schlüssel. Legt man hier die Einhornmedaille rein? Fährt die Statue vor und lässt aus dem Gefäß den Schlüssel hier auf das Podest plumpsen. Aber alles zu, alles dicht. Mein Gott, ich will hier noch nicht raus. Wirklich? Nein! Ich wollte gucken, ob die Tür drüben
zu ist. Fire in the hole. Genau. Ne, Pistole hier. Ich den die Arme abschieße. Hey, kann ich vom Bein? Ja. Geil, ich kann ihn die Beine brechen. Leg dich mal hin, lieber Zombie. Ja, ja, mein Team wird es schon richten. Ich möchte wissen, ob die Tür hinten zu ist. Natürlich. Es wäre auch zu schön, noch einen weiteren Raum hier weiter besichtigen zu können. Und es wartet uns ein direkter Hubschrauber? Gut, Munition ist voll. Ja, dann. Auf Wiedersehen, Raccoon Police Department. Auf Wiedersehen. Nicht mit dem Vorwurf darf mich umgucken. Wahrscheinlich. Delta Team, wir setzen neue Prioritäten. Die Abholung wurde verschoben. Geht zum Unfallort und untersucht ihn. Dem Management gibt die Geduld aus. Leon und Claire. Es hat begonnen. Leute, weiter im nächsten Part.